Ihr fantastischen Leute, ich grüße euch. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Blättert oder Let's Blätter, wie man jetzt sagt. Heute habe ich wieder ein Club Nintendo Magazin ausgegraben und zwar ein relativ besonderes. Ihr seht schon, schwarzer Einband vom Members Only, ohne irgendeine Nummer. Ich weiß so ganz genau, dass ich dieses Magazin auch als Kind hatte und sehr, sehr ausführlich drin rumgeschmökert habe. Ich bin mir aber nicht sicher, wie ich daran kam. Ich habe jetzt gerade mal zur Vorbereitung kurz die Einleitung hier gelesen. Dort steht drin, dass man als Neumitglied dieses Magazin bekommen hat. Also scheint so eine Art zeitlose Sonderausgabe zu sein. Ach, hier steht, 1993 ist es erschienen. Ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Auf jeden Fall vom Einband her und so weiter. Sehr mysteriös, sehr, sehr cool gemacht auf jeden Fall. Und von Members Only, da hat man sich doch damals richtig, richtig wichtig gefühlt, dass man jetzt endlich im Club Nintendo ist, oder? Wobei natürlich, dass es keine Hürde war, dass man da reinkam. Aber schauen wir mal, soweit ich das verstanden habe, werden hier so ein paar Klassiker für die verschiedenen Systeme vorgestellt. Und wir fangen hier gleich an mit einem der größten Klassiker, Super Mario World. Ich glaube, zu dem Spiel muss man nicht mehr viel sagen. Wunderschönes Spiel. Auch hier die schönen Illustration. Mensch, wir sind kaum 2 Minuten dabei und schon habe ich hier Versprecher drin. Mensch, Panda, das kannst du besser. Auf jeden Fall sehr, sehr schön, werden hier kurz alle verschiedenen Kleinigkeiten zusammengefasst. Der Yoshi war natürlich neu, die verschiedenen Panzer waren neu, dass der Bowser seine Familie dabei hatte, war neu und das Cape natürlich, wunderbar. Ich glaube, das ist wirklich eines der Pflichttitel für den Super Nintendo, was man eigentlich gehabt haben muss, außer der hier, der Panda. Der hatte das Spiel nicht. Ich weiß nicht warum. Ich habe das bei meinem Kumpel, der in derselben Straße, ich glaube, so 10 Häuser weiter gewohnt hat, der hatte das. Da haben wir das sehr ausführlich immer gespielt. Aber ich hatte das irgendwie nicht. Und ich weiß nicht warum. Es ist natürlich ein zeitloser Klassiker, wobei ich natürlich jetzt nicht der größte Jump'n'Run-Fan auf Erden bin. Vielleicht lag es deswegen und vielleicht so nach dem Motto, ja, der Kumpel hat es, dann kann ich es mir ja irgendwann vielleicht mal ausleihen, dann kaufe ich mir lieber andere Spiele. So hat man das ja früher immer ganz gerne gemacht. Ach, die schöne Insel. Also diesen Zeichenstil, den finde ich wirklich ganz, ganz groß. Macht natürlich super viel Spaß. Hier werden natürlich die einzelnen Inseln vorgestellt. Ich werde diesmal so etwas schneller durchblättern, wobei ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie so komisch. Das fühlt man gerade, das ist irgendwie so seltsam, weil ich dachte eigentlich, wenn man so das sieht, das Magazin ist relativ dick. Aber wenn ich jetzt hier so in die Seiten gucke, 75 Seiten nur. Ich glaube, da haben sie einfach eine Papierqualität, dadurch, dass es, denke ich mal, so etwas ein wertiger Willkommensgruß an Neumitglieder sein soll. Da haben sie da so ein bisschen mehr auf die Papierqualität gesetzt, dass die etwas dicker ist. Das fühlt man auch irgendwie. Ha! Gut, deswegen wollte ich sagen, ich rushe ein bisschen so schnell durch, weil es sind anscheinend viele Seiten. Deswegen kam ich jetzt da drauf. Ha, na gut. So, jetzt haben wir hier natürlich, ach, das ist so quasi Super Mario thematisch. Ja, das allererste Mario. Da habe ich natürlich ganz, ganz lebhafte Erinnerungen dran. Und zwar hatten wir ein NES damals, das gehörte meinem Bruder. Und da war es natürlich dabei. War es ein Pack-In-Titel? Ich bin mir gerade unsicher. Ich meine ja, ne? Und wir haben das wirklich rauf und runter gespielt. Kam ehrlich gesagt nie weit. In der heutigen Zeit würde es, glaube ich, etwas anders aussehen, wo man so ein bisschen mehr geschult ist. Aber damals, so Ende der 80er, das war das für mich so ein ganz, ganz neues Konzept, was man irgendwie erst versuchen musste, irgendwie zu meistern. Aber man hat hier als Kind die Ausdauer und es immer und immer wieder probiert. Ihr kennt es wahrscheinlich. Ja, Super Mario Bros. 2. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Geschichte, dass das ja für den Westen eigentlich das Doki Doki Panic mit anderen Sprites einfach ist, weil das originale Super Mario Bros. 2 im Prinzip ja so eine Art Super Mario Bros. 1, also mit derselben Optik und derselben Technik und so weiter war und halt mit sehr, sehr schweren Leveln gemacht wurde. Das war für Japan exklusiv, aber da hat man sich gedacht, für den Westen, das ist für die Idioten wahrscheinlich
zu schwer und deswegen kriegen die halt ein anderes, was ich persönlich gar nicht so schlecht finde, weil das hat einen sehr, sehr großen Charme und deswegen spielt sich das auch so komplett anders, weil es halt eigentlich ein anderes Spiel ist. Man hat diese Rettliche, die man auf die Scheigeis wirft und so weiter, man hat diese Schlüssel. Hatte ich auch damals als Kind gehabt, war natürlich, ne, klar, das war ein No-Brainer damals auf dem NES. Alles, was mit Mario hatte, das konnte ja gar nicht schlecht sein. Und habe ich ehrlich gesagt lieber gespielt als den ersten Teil. Ich weiß auch nicht wieso. Aber ich finde das so schön, dass man in dieser Frühzeit dieser Serien noch sehen kann, wie sie so ein bisschen experimentiert haben. Wie machen wir das, wo das alles noch nicht so fest zementiert war? Das sieht man ja zum Beispiel auch bei Zelda und Zelda 2, wo Zelda 2 ja so einen ganz anderen Schlag hatte. Ja, und Super Mario Bros. 3, man kann natürlich die NES Super Marios nicht ohne diesen Titel besprechen. Wunderschönes Spiel, hatte ich damals als Kind allerdings nicht, aber ein Kumpel, da haben wir das auch immer sehr ausdauernd gespielt. Komischerweise, als das herauskam, da war ich eher so schon Richtung Gameboy unterwegs und habe sehnsüchtig auf mein Super Nintendo gewartet. War das da schon angekündigt? Auf jeden Fall hatte ich mein Gameboy, wo ich schon mehr gespielt habe. Aber trotzdem, wunderbares Spiel. Für mich immer noch eines, eigentlich das vielleicht das beste 2D-Jump'n'Run aller Zeiten, das weiß ich nicht. Da gibt es ja noch das Super Nintendo, aber halt auf jeden Fall das beste Jump'n'Run auf dem NES, würde ich zumindest sagen. Mir fällt zumindest spontan jetzt keins ein, was jetzt irgendwie besser sein sollte. Wunderbar, es hat so viele neue Standards eingeführt, was andere Spiele später in den späteren Jahrzehnten ja quasi übernommen haben mit dieser Überweltkarte und so weiter und so weiter. Ha, herrliches Spiel, super Stimmung. Aber ihr werdet es alle kennen. Ja, jetzt war schon bei den Gameboy Super Marios. Das ist ja echt cool, dass sie so ein bisschen die Haupttitel vorstellen. Finde ich fantastisch. Das ist echt so, als Einstieg in die Nintendo-Welt ist das ein super Einblick. Also ich denke mal, die gingen eher davon aus, dass ein neuer Club Nintendo-Angehöriger, sage ich mal, also Mitglied, noch nicht so konform ist mit den Nintendo-Bibliotheken. Und man konnte ja damals nicht einfach im Internet mal nur kurz nachschauen, was ist. Ne? Deswegen, ach, fantastisch. Ja. Super Mario Land 1 und Super Mario Land 2. Wie ihr wisst oder vielleicht hier und da mal mitbekommen habt, ist das Spiel mein liebstes Jump'n'Run auf dem Game Boy. Ich frage mich nur, warum das quasi keinen Platz bekommen hat. Nur dieses bisschen. Hier wird ja schon. Ach nee, ja, ich dachte, hier wird Wario, Super Wario Land 3 Wario Dingsbums angekündigt. Ach, das ist der Endgegner, aber es ist irgendwie so komisch aufgemacht, oder? Das sieht irgendwie so wie so ein Komplett-Trenner aus. So, jetzt haben wir hier noch ein anderes Spiel. Jedenfalls ein wunderbares Spiel, habe ich damals bestimmt bestimmt fünfmal durchgespielt. Wobei ich persönlich jetzt kein Mensch bin, der Spiele jetzt mehrmals durchspielt. Normalerweise, wenn ich ein Spiel durchgespielt habe, dann reicht das für mich auch. Aber das ist so super, vor allem war das so schön. Es ist nicht zu schwer. Es lässt sich einfach fluffig runterspielen, sage ich mal. Aber kommen wir erstmal zu einem Vorgänger. Super Mario Land hatte ich gleich bei den Game Boy mitbekommen, als ich das damals bekommen hatte. Weil, naja, ist klar, Mario, kann man nichts viel falsch machen. Und das finde ich auch sehr, sehr schön. Ist natürlich ein sehr kurzes Spiel, aber da haben sie noch rumexperimentiert. Und zwar ist es, glaube ich, vom R&D One damals entwickelt worden, die eigentlich eher die Hardware entwickeln. Und die haben halt so ein bisschen andere Perspektive drauf gehabt. Da wurden natürlich so ein bisschen die Technik des Gameboys zeigen. Ich nehme mal an, ich habe es nirgendwo, dass ich das irgendwie mit Fakten untermauern kann. Aber deswegen wird es auch diese 2D Shoot'em-Up-Level da drin geben. Gehe ich jede Wette von aus. Aber auch ein wunderbarer Titel auf jeden Fall. So, ich habe schon gesehen beim Durchblättern, es gibt hier so verschiedene Profile der Mitarbeiter, nehme ich das mal an. Die werde ich immer so etwas kurz einschneiden, sonst wird das Video, glaube ich, wirklich zu lang und es gibt ja nicht groß was zu sagen. Aber guckt euch das mal an. Guckt euch mal den Ralf Röder an. Ist das nicht herrlich? Diese Frisur. Obwohl, so unmodern ist sie gar nicht. Das schneiden die Frauen hier auf der Seite, glaube ich, schlimmer ab. Ja, was haben sie denn? Ja, Super Mario Land, Prince of Persia. Ja, ich würde sagen, der ist auf jeden Fall Gameboy-Fan.
Super Mario Bros. 3, Zelda, Bucky O'Hare ist auch ein cooles Spiel. Mega Man 3, Dr. Mario, auch ein schöner Mix. Ach, haben sie hier so schön die Hobbys, ne? Skifahren, Videospiele, Joggen. Ja, ich gehe mal davon aus, wenn man da irgendwie als Spieleberater oder sonst was arbeitet, dass Videospiele auf jeden Fall Zentrum sind. Lesen, Schwimmen, Feiern. 21, eieiei, der sieht aber älter aus. Was, und da auch, 24, diese Haarstile der Zeit, die machen irgendwie die Leute älter, glaube ich. Ja, was haben wir denn hier denn? Tradition Hightech, die Geschichte von Nintendo. Gut, dass Nintendo eine alte Firma ist, das wisst ihr wahrscheinlich alle, die haben früher Spielkarten hergestellt, haben sie dann so nach und nach in den Elektronikmarkt eingegangen, bis sie jetzt das natürlich jetzt exklusiv machen. Das ist auch geil, ne? Stellt euch mal vor, wenn das Super Nintendo wirklich so einen leuchtenden Schacht hätte. Nächstes Mal, wenn ihr da quasi ein Spiel reinstecken wollt, dann leuchtet das da so raus. Okay, LED-Technik war damals nicht so wirklich verbreitet, aber das könnte man doch heutzutage irgendwie modden oder sowas, ne? Eigentlich total unsinnig, aber hey, warum nicht? Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt hier schon beim Super Nintendo angelangt, Thematik. Ja, A Link to the Past. Wunderbares Spiel. Ich habe es damals geliebt, wobei ich es damals nie durchgezockt habe. Auch so ein bisschen, weil man so wenig Informationen hatte. Also ich finde zum Beispiel den zum Schluss des Spieles mit diesen verschiedenen Medaillons einsammeln, die sind ja teilweise auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, nicht sehr intuitiv zu finden. Ich glaube, ich bin dann irgendwie hängen geblieben in der dunklen Welt beim dritten oder vierten Dungeon oder irgendwie sowas. Und denn ihr kennt es wahrscheinlich, man liebt das Spiel eigentlich, man guckt immer mal wieder rein, sammelt Rubine ein oder sonst was, aber wenn man nicht weiterkommt, das ist echt nervig. Und damals konnte man halt nicht einfach schnell googeln, ne, und sich die Lösung irgendwie heraussuchen. Schade eigentlich, aber wunderbares Spiel. Das zweitbeste Zelda-Spiel nach meiner Meinung, was ich bisher gespielt habe, wobei ich natürlich bei weitem nicht alle Spiele gespielt habe, wobei ich jetzt die 3D-Zeldas für mich persönlich ausklammern möchte, die mag ich einfach nicht. Für mich muss Zelda 2D sein. Auch das 3DS Zelda, wie hieß es nochmal? Quasi der inoffizielle Nachfolger hiervon. Da habe ich aber auch nur reingespielt. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das nicht weitergespielt habe. Da kam wahrscheinlich immer irgendwas dazwischen. Aber wunderbares Spiel, epische Breite. Das zeigte für mich wirklich mit voller Macht die Power des Super Nintendos. Also das ist wirklich ein Benchmark-Titel, weil es aber relativ früh erschienen ist, für das Super Nintendo auf jeden Fall. Ja, SimCity, sehr, sehr schönes Spiel, wie ich so ein bisschen schade finde, dass es ja relativ früh erschienen ist oder sehr früh erschienen ist, dass es nicht die Super Nintendo Maus unterstützt hat, weil die kam ja erst später, aber eine der besten SimCity-Versionen, die es gibt, wie ich gerüchteweise mal in einem Podcast gehört habe, wollte Nintendo unbedingt mit dem Will Wright zusammenarbeiten und ein Spiel machen. Und dabei kam halt diese SimCity für das Super Nintendo heraus, was natürlich auch so ein bisschen mehr so Nintendo-Charme eingebaut hat. Und man sieht es hier, dass dieser Berater halt so ein bisschen comichaft ist. Es gibt Godzilla ist es ja nicht, aber ne, statt dieser Godzilla-ähnlichen Wesen als Katastrophe und so weiter. Also es ist auf jeden Fall schön, ja, dieser Nintendo-Charme da reingebracht worden und dadurch ist halt dieses Spiel nochmal aufgewertet worden, finde ich zumindest. Ein herrliches Aufbauspiel, SimCity, ich glaube, das muss ich den meisten euch auch nicht sagen, man baut eine Stadt auf als Bürgermeister, muss natürlich immer Steuern einsammeln, verschiedene, hier, man sieht es hier, auf Mieten achten, Verkehr achten, Kriminalität, Radioaktivität, Luftverschmutzung und so weiter, versuchen alles auszutarieren. Ich bin ja ein sehr, sehr großer Fan von Aufbauspielen und da ist SimCity natürlich einfach gesetzt. Ja, Pilotwings, wie ich finde, ein sehr, sehr unterschätzter Titel, sollte ja eigentlich so ein bisschen die Kraft dieses Mode 7 Effektes, dieser Pseudo 3D Effekt, sage ich mal, zeigen. Ist natürlich ja, so gesehen nicht spannend, weil es ist relativ chillig. Aber ich habe es als Kind auch gehabt, das Spiel, und ich habe es geliebt. Ich habe immer wieder reingespielt. Ihr seid auf einer Flugschule und müsst in verschiedenen Stufen müsst ihr ja Flugherausforderungen mit verschiedenen Fluggeräten absolvieren. Es gibt den Doppeldecker zum Beispiel, wo ihr dann halt durch Ringe fliegen müsst. Es gibt den Paraglider, wo ihr dann auch zum Beispiel so Heißluftfontänen kommen von unten zum Beispiel. Die müsst ihr ausnutzen, um wieder hochzusteigen und so weiter. Wunderbares Spiel.
macht sehr, sehr viel Spaß, finde ich, weil es auch mal vor allem was anderes ist. Es gibt zwar auch diese Militärmission, wo er so Militärhelikopter spielt. Die spielen sich allerdings, finde ich, so ein bisschen sperrig, die passen nicht so ganz rein. Es wird später sehr, 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 sehr kniffelig, aber hat mich damals wirklich gefesselt und macht einfach wunderbar. Vor allem auch diese schöne Hintergrundmusik. Ha, herrlich. Wunderbar. Ja, super gut zum Ghost, auch ein sehr früher Titel. Ich denke mal, ich stelle jetzt eher so mal ein bisschen die Titel vor, die so ein bisschen die Power des Systems zeigt. Ist ein sehr, sehr schwerer Titel. Ich kannte auch damals keinen wirklich, der das gehabt hatte. Heute, ich habe es zwar in meiner Sammlung, aber ich traue mich nicht dran, das zu spielen, weil ich weiß, dass es sehr, sehr hart ist. Und ich bin ja so ein bisschen einer eher, der so diese sehr schweren Spiele eher meidet, weil da habe ich irgendwie keine Geduld für. Ich weiß nicht, also großen Respekt vor Leuten, die sich so durch Stunden um Stunden durch so ein Spiel durchquälen und diese Motivation aufbringen. Genauso wie bei modernen Spielen wie Dark Souls und was es da alles gibt. Ich bin nicht so der Spieltyp dafür. Komplexe Spiele sind okay für mich, aber dann spiele ich die eher Multiplayer und nicht halt so alte. Ja, Super Castlevania, genauso Spitzentitel, vor allem die Musik, Gänsehaut, einfach herrlich. Auch nicht mehr so das günstigste Modul, wenn man das für seine Sammlung haben will. Also weit weg von sehr teuer, aber wirklich sehr tippitoppi mit der Peitsche, die man dann halt so frei schwingen lassen kann und so weiter. Herrlich. Schönes Spiel, sehr, sehr guter Nachfolger. Also die Anfangszeit von Super Nintendo war durchaus sehr, sehr, sehr schön. Ja, Mario Paint. Da habe ich ehrlich gesagt schon damals nicht so ganz den Hype irgendwie verstanden und aus der heutigen Sicht sowieso nicht, weil ich hatte damals schon Zugang zu einem Computer und der hat quasi bis auf dieses Musikgemache mit Microsoft Paint bei Windows und so weiter, hatte man so ähnliche Optionen. Ja, ich hatte ein ähnliches Spiel, Fun Games, wird auch so geschrieben, nicht End, sondern Games. Ja, das konnte quasi alles nur halt ohne Nintendo-Charme und dadurch war es halt noch langweiliger und ohne Mausunterstützung, beziehungsweise hat es die Mausunterstützung gehabt, ich bin mir gerade unsicher. Jedenfalls kam da das Peripheriegerät noch mit die Maus mit dabei, das wurde mit Mario Paint ausgeliefert, weil man sowas natürlich mit einem normalen Controller nicht wirklich steuern kann. Ja, aus der heutigen Sicht ist es natürlich sehr sympathisch, vor allem das Musikmachen, aber aus der heutigen Sicht überholt auf jeden Fall. Hier F-Zero wurde damals sehr, sehr gefeiert. Hatte ich damals nicht, habe ich mal jetzt auch für einen Test mal nachgeholt. Ja, doch, spielt sich gut. Spielt sich gut, auch natürlich so ein bisschen Mode 7 Demonstration. Echt ein feines Rennspiel, wobei es natürlich später dann durch Super Mario Kart quasi von der breiten Meinung oder Öffentlichkeit so ein bisschen abgelöst wurde. Zumindest war das damals so ein bisschen mein Eindruck auf jeden Fall. Super R-Type, auch ein schöner Shoot'em'up, auch leider Slowdown belastet. Ja, und gut, Soccer, Tennis, zu jedem neuen System muss es auch die üblichen Sportspiele geben. Da verliere ich jetzt nicht so viele Worte, ehrlich gesagt. Kommen wir wieder zu den Profilen. Haha, prima Frisur. Ja, so Fukuhila, ne? War da noch angesagt anscheinend. Ich bin gerade verwirrt. Guckt euch die Top 5 an. Super Tennis vor Zelda? Was ist denn bei dem guten Olaf in seiner Kindheit denn falsch gelaufen? Ich sag dazu nichts. Kommen wir zum Game Boy. Wunderbar. Was haben wir hier? Ach, die verschiedenen Experten-Teams so als Gruppenfoto. Prima Pulli. Herrlich. Wunderbar. Ja, der Game Boy. Meine Lieblingskonsole aus Kindheitstagen, muss ich sagen. Super Nintendo hatte ich natürlich auch, aber ich hatte keinen Fernseher in meinem Zimmer und dadurch war natürlich der Game Boy für mich verfügbarer, ne? Und dadurch habe ich eine wesentlich, wesentlich engere Bindung an den Game Boy einfach. Ja, Metroid 2, super Spiel. Macht sehr, sehr viel Spaß. Sehr komplex. Also für Game Boy-Verhältnisse sehr komplex. Und ja, ist heute immer noch zeitlos. Es kam doch da irgendwann mal ein Remake jetzt raus, ne? Für den 3DS. Bin ich mir gerade unsicher. Aber vor 2-3 Jahren. Ja, Mickey's Dangerous Chase. Ja, fand ich gar nicht so toll, ehrlich gesagt. Also
schon gut, aber eher solider als, das müssen wir jetzt unbedingt irgendwo reinpacken. Also ich nehme an, da werden im Hintergrund auch so ein bisschen die Marketinggelder geflossen sein. Ja, ist ein solides Jump'n'Run eigentlich. Gut, es hat natürlich Mickey Mouse als Charakter. Dadurch ist es natürlich schon von vornherein aus, sage ich mal, interessanter. Aber eigentlich ist es ein relativ Standard Jump'n'Run oder Plattformer, wie man das auch nennen will. Tycoon Adventures Bubz Big Brave sieht genauso aus. Finde ich persönlich besser als Dangerous Chase auf jeden Fall. Ja, wobei ich mit diesen Tiny Toons konnte ich noch nie großartig was anfangen irgendwie. Aber auch ein schönes Spiel auf jeden Fall. Also, ich habe das Gefühl, sie haben so ein bisschen versucht, diese Optik des Super Nintendo Titels. Ich weiß gar nicht, ob der da zu der Zeit schon erschienen ist, müsste aber eigentlich. Hier mit den Charakter-Sprites und sowas. Die haben versucht, diesen Look irgendwie gut einzufangen. Und der ist wesentlich besser geraten als hier bei Mickey Mouse. Weil guckt euch mal hier an. Ich zeige euch hier mal den... meine Screenshot. Also gut, man kann Mickey Mouse einigermaßen erkennen, sage ich mal. Aber hier bei Tiny Toons, das sieht einfach besser aus, oder? Finde ich zumindest. Kommt der Vorlage auf jeden Fall sehr näher. The Amazing Spider-Man. Ha! Das ist hier drin? Das ist echt ein nicht gutes Spiel. Das habe ich mir damals von einem Kumpel ausgeliehen. Und ich fand, boah, Spider-Man, cool. Ich war nie so der große Superhelden-Fan, aber sowas wie Spider-Man und sowas, das ist natürlich ein Begriff, klar. Aber dann habe ich es gespielt. Und da habe ich schon gemerkt, ist nicht gut. Ist nicht gut. Und zwar hat das einen großen Nachteil, die fummelige Steuerung. Also man kann, wie man hier sieht, hier mit den Spinnenfäden sich natürlich an der Decke langhangeln, logischerweise. Aber um das auszulösen, das könnt ihr nicht gezielt auslösen. Das muss man irgendwie so nach oben drücken und hier und da, das ist voll fummelig geraten. Und das quasi während des Kampfes oder sowas verlässlich auszuführen, das grenzt an einer Unmöglichkeit. Und dadurch ist das Spiel einfach kacke. Vom Grundprinzip her ist es okay. Es ist ein Beat'em-up, wo ihr natürlich hier mit Spinnnetzen schießen könnt, natürlich mit begrenzten Anzahl und so weiter. Das ist okay, aber diese Steuerung, die macht's einfach kaputt. Die macht's kaputt. Ja, wunderbar, Rennspiele. Hier geht's, erholt sich's. F1 Race hatte, glaube ich, so gut wie jeder damals als Kind. Groß natürlich beworben wurde, vier Spieler. Da wurde ja auch dieser graue Kasten, dieser vier Spieler-Adapter mit ausgeliefert, wobei ich keinen kenne, der das damals mit vier Spielern gespielt hat. Ne? Weil es wollte natürlich auch jeder das Modul. Okay, es hatte eigentlich jeder das Spiel, aber irgendwie hat man sich da nie getroffen. Dann hatte man diesen Adapter wahrscheinlich nicht dabei oder so. Ach, keine Ahnung. Irgendwie sowieso dieses Link-Kabel-Gespiele, das habe ich als Kind gar nicht so oft gemacht irgendwie. Okay, als Erwachsener noch weniger. Aber ich weiß nicht. Schönes Spiel, macht viel Spaß, aber... Super RC Power M ist natürlich noch besser. RC Power M habe ich damals auf dem NES sehr, sehr geliebt und sehr, sehr ausführlich gespielt. Und ja, muss man nicht so sagen. Herrliches Spiel. Man muss natürlich so ein bisschen sich an die isometrische Ansicht so ein bisschen dran gewöhnen. Aber man kann seinen Dings aufpowern und so weiter. Quirk, wunderbares Spiel. Ich frage mich, wo bleibt der Link's Awakening oder sowas? Irgendwie ist die Auswahl hier beim Gameboy nicht ganz so glücklich geraten, finde ich. Ich meine, okay, Quirk ist ein super Puzzle-Spiel, hatte ich auch als Kind. Und zwar habt ihr halt immer diese Level, wie man sieht. Und die müsst ihr dann Blöcke verschieben und so weiter, halt zum Ausgang zu geraten. Habe ich sehr, sehr ausdauernd gespielt als Kind. Finde ich sehr schön. Wobei hier dieses Charakter-Artwork... Wie kommt man darauf, eine Tomate mit grünem Iro und einer Tomatenbrille als Spielerin für ein Puzzle-Spiel zu machen? Herrlich. Ich weiß nicht, was die Entwickler geraucht haben, aber macht mal. Aber Chess Master, also dieses Bild hier, es gab, glaube ich, echt viele Werbeanzeigen oder sowas. Irgendwie hat mich dieses Cover vom Chess Master, dieser alte Mann, der so magisch über diese Schachfiguren guckt, das hat sich bei mir irgendwie ins Gehirn reingebrannt. Ich weiß nicht, warum. Aber warum das hier so als großes Spiel hier gezeigt wird. Ja, Golf ist... Golf? Aber hier scheinen sie so ein bisschen auch auf die Schläge einzugehen und so weiter. Das ist gar nicht so schlecht, weil so intuitiv ist es halt nicht. Man muss halt die richtigen Schläger für die verschiedenen Reichweiten
auswählen und so weiter. Auch das hatte ein Kumpel, hatte ich mir, glaube ich, mal ausgeliehen, weil hey, ich war Mario drauf, aber ich war nie der große Fan von Golf. Wo ich etwas überrascht bin, ist, dass hier Tetris mit aufgelistet ist, weil es war ja eh dabei. Man hat es ja eh, oder? Vielleicht sollte es halt durch diese Spiele halt so ein bisschen auf den Gameboy quasi gierig gemacht werden, aber na gut, zu Tetris muss ich nicht viel sagen. Zeitloser Klassiker auf jeden Fall. Gameboy-Profile. Was ist denn mit der Andrea schiefgelaufen? Hier. Was, die ist 19? Uff. 19, die Daniela. Ich weiß nicht. Irgendwie durch die Frisur und sowas sieht die irgendwie mindestens 10 Jahre älter aus. Ich guck mal so, was es nicht spiegelt. Uff. Na gut, ich will nicht über die Leute hier lästern, ne? Aber hier die Andrea, Top 5, Platz 1 im Rescue of Princess Blobette. Hat die denn gar keinen Geschmack? Also Spiele hatte ich auch als Kind, hab's halt nicht gerafft. Aber so gut ist das echt nicht. Ha. So, und dann kommen wir jetzt zum NES, aber kurz hier werden die herrlichen Spieleberater nochmal beworben. Ja klar, ein bisschen Werbung muss natürlich auch sein, ne? Das NES, schauen wir mal, was sie hier, das war ja schon da quasi ja, ausgereift, also müssen sie ja aus einer großen Bibliothek quasi die Spiele jetzt herausholen können. Ja, Zelda hat das Spielen damals quasi revolutioniert, weil es einfach mal gezeigt hat, wie groß und komplex ein Spiel sein kann. Wo die Spiele noch so relativ primitiv waren, hat das gezeigt, wie episch es sein kann. Und das ist herrlich und ich muss meiner Schande gestehen, damals auf den NES, das hatte sich mein Bruder von einem Kumpel geliehen und man sieht, das war ja auf diesen goldenen Modulen irgendwie. Und dadurch wusste man ja, okay, das hier ist jetzt was ganz, ganz Besonderes. Aber so als Kind, da war ich ja noch relativ jung, ich habe es nicht gerafft. Ich kam nicht weit, aber ich fand es trotzdem geil, habe es ausdauernd gespielt auf jeden Fall. Ja, hier der angesprochene zweite Teil, wo sie so ein bisschen experimentiert haben, 2D-Abschnitte drin haben, wird so von den meisten so ein bisschen so als Stiefkind der Serie ja, angesehen, sage ich mal. Ich finde es persönlich eigentlich gar nicht so schlecht. Ist halt ein anderer Twist. Man muss sich ja darauf einlassen, aber auch das habe ich jetzt nicht großartig gespielt. Auch das hatte sich mein Bruder ausgeliehen. Auch das habe ich so ein bisschen gezockt, aber als Kind, ne, englische Texte und so weiter, man rafft es einfach nicht. Ich hatte da noch kein Englisch in der Schule. Ne? Star Tropics, ja, das muss ich auf jeden Fall mal nachholen. Das scheint ja auch so ein bisschen in diese Zelda-Richtung zu schlagen, auf jeden Fall. Sieht sehr, sehr interessant aus, das kam ja relativ später. Und immer wenn ich das Spiel sehe, es sieht sehr, 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 sehr interessant aus, finde ich. Vor allem auch das Setting, ne? Ja, Mega Man, ne? Ich glaube, wie viele Teile gab es auf den NES? 5 oder 6? Ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, der dritte wird gemeinhin so ein bisschen auch als bester Teil irgendwie beschrieben, ne? Mit Mega Man kam ich allerdings erst auf den Game Boy mit Dr. Wilys Rache in Berührung. Ich habe irgendwie voll verpasst, dass es auf dem NES so viele Titel gab. Ja, ist natürlich ein super Plattformer, nicht ganz so leicht wie Mega Man halt ist, aber wunderbar. Also da hat noch Konami, nee, Capcom oder Konami? Shit. Mir fällt gerade nicht ein, wer Mega Man macht. Mist. Peinlich. Aber jedenfalls, da haben sie echt noch gute Qualität abgeliefert. Wobei die späteren Teile dann ja schon eher in Massenproduktion gingen und dann nicht mehr so viele neue, tolle Features irgendwie gezeigt haben und so weiter, ne? Ach, DuckTales. Das Spiel habe ich geliebt. Zwar natürlich vor allen Dingen auf den Game Boy. Da kommt es auch bald von der Game Boy-Version Test. Die NES-Version habe ich ja schon getestet. Das war einer meiner ganz frühen Tests. Aber die Game Boy-Version, die im Prinzip ja gleich ist, sage ich mal. Aber da ich meine ersten Tests, die sind halt, finde ich, noch nicht so gut. Da muss ich mich erst noch einfinden. Ich bin auch immer noch nicht perfekt, aber ich finde so ein bisschen meinen Weg. Aber deswegen kommt jetzt noch die Gameboy-Version des Spieles raus als Test, um halt so ein bisschen quasi so eine Art Remake quasi zu finden. Ich finde es herrlich, ich hatte mal einen Spaß dran. Ich war damals super großer Fan der Serienvorlage, der Zeichentrickvorlage, weil ich einfach dieses Setting und so weiter sehr, sehr schön fand. Wunderbares Spiel, auch nicht zu schwer. Es gibt ja diese zwei Schwierigkeitsgrade, aber jedenfalls sehr, sehr schön. Chip and Chap,
war genauso eine meiner Lieblingsserien damals. Auch das Spiel ist sehr, sehr gut geraten. Wie man sieht, hat es natürlich auch so ein paar Elemente von Super Mario Bros. 3 übernommen. Man kämpft indirekt, man springt nicht auf die Gegner drauf, um sie zu erledigen, sondern nimmt diese Krater auf, nee, nicht Krater, Crater. Wenn der englische Begriff zuerst in den Kopf kommt, ne, diese Kisten auf und wirft halt dann die kaputt, kann man aber auch irgendwie Äpfel nehmen und so weiter. Sehr, sehr schönes Spiel, sehr, sehr schöner Fanservice auf jeden Fall. Maniac Mansion, ja, sehr schön. Das hat der Zitronenarzt erst im Stream im Original auf einer Amiga gespielt. Das ist natürlich ein, kam es erst auf dem C64 raus, auf jeden Fall ist halt ein Computer-Adventure, das halt auch auf den NES portiert wurde von LucasArts. Einer der ersten Titel, der auch die ScumVM Engine benutzt hat, so hieß er, ScumVM, den halt später bei Monkey Island und so weiter, was ja noch legendärer geworden ist, auch zum Einsatz kam. Sehr, sehr schönes Spiel. Ging an mir leider damals komplett vorbei. Ich weiß noch, es gibt den Nachfolger Day of the Tentacle. Dot. Das habe ich auf dem PC gespielt. Und da kann man ja auch Maniac Mansion quasi im Spiel so als Easter Egg spielen, indem man in diesem großen Haus an den Computer geht. Und da kann man Maniac Mansion spielen. Super, super Idee, habe ich damals weggeflasht. Habe ich dann auch damals quasi im Spiel gespielt. Wobei nicht so ausdauernd, ehrlich gesagt, weil man wollte ja eigentlich halt das eigentliche Spiel weiterspielen. Aber wunderbare Idee. NES-Version habe ich leider noch nicht gespielt. Ich denke mal, die wird auch solide sein, oder? Damit kann man nichts viel falsch machen. Little Nemo Dream Master. Ja, davon erzählt immer eine Arbeitskollegin. Die ist da immer sehr, sehr, ja, hat ein gemischtes Gefühl zu dem Spiel. Sie kann sich genau daran erinnern, dass sie das Spiel hatte, aber kann sich genau, ganz genau daran erinnern, dass sie nicht weit kam und immer sehr, sehr verzweifelt ist. Ist aber ein interessantes Spielkonzept auf jeden Fall. Und zwar habt ihr da immer so diese Wildtiere, also manche Tiere sind quasi neutral und die müsst ihr mit Süßigkeiten füttern und dann könnt ihr da drauf reiten und dadurch habt ihr halt verschiedene Kräfte, wie zum Beispiel der Gorilla, der kann natürlich den Gegner wegboxen oder der Frosch, der springen kann, die Hornisse, die fliegen kann und so weiter und so weiter. Sehr, sehr interessantes Konzept, basiert glaube ich auf einem Comic-Strip aus den 20er Jahren oder irgendwie sowas, also von 1920. Muss man jetzt ja bald zur Sicherstellung sagen. 20er Jahre könnte ich jetzt auch übernächstes Jahr hier die 2000er sein. Und die Puzzle-Spiele dann. Dr. Mario und Mario und Yoshi, auch beide Spiele für den Game Boy erschienen. Ach, da haben wir es ja, Stempel. Wunderbare Spiele. Das war so gefühlt zumindest die große Zeit, wo Puzzle-Spiele so mitten im Mainstream quasi präsent waren, oder? Also heutzutage würde kein großes Puzzle-Spiel mehr so als AAA-Titel erscheinen, aber mir würde auch nicht einfallen, wie das gerechtfertigt sein würde. Feine, feine Sachen. Dr. Mario so ein bisschen Tetris-mäßig. Okay, beides ist Tetris-mäßig, aber beides spielenswert, wobei mir Dr. Mario ehrlich gesagt etwas besser gefällt. Ja, und dann sind wir schon durch, würde ich sagen. Hobbys Ballon fahren. Ja, warum auch nicht? Ja, Top 5, da fällt mir jetzt gerade nichts Großes auf. Oh, da ist das Heft kaputt, seht ihr es? Schlimm. Wunderbares Artwork 80er Jahre zum Abschluss. Wir sind durch. Ich persönlich finde ein interessantes Magazin, so als Ersteinstieg in die damalige Nintendo-Welt, ehrlich gesagt auch gar nicht so verkehrt. Wobei mir die präsentierten Gameboy-Spiele, da bin ich nicht zufrieden. Eure Meinung? Was hätten sie bei den Gameboy-Spielen anderes zeigen können? 93 stand Mario-Spieler, die wurden ja schon abgefrühstückt. Schlagt mal was vor, haut es in die Kommentare rein. Ansonsten, ihr wunderbaren, wunderschönen Menschen, vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut, tschüss.